Hier in Brüssel und in Straßburg laufen die Fäden zusammen für die Politik eines vereinten Europas. Doch in manchen Bereichen bleibt Europa noch von der Einheit entfernt, spricht mit zu vielen Stimmen. Zudem ist der EU-Apparat für die Bürger meist zu abstrakt, kaum zu durchschauen. Die niedrige Wahlbeteiligung im Frühsommer 1999 lässt ein Desinteresse am Parlament vermuten. Die deutschen Vertreter sehen es daher als eine ihrer Hauptaufgaben, europäische Politik klarer und greifbarer zu gestalten. Eine der wichtigsten Kritiken und berechtigsten Kritiken an der Europäischen Union, dass ein normaler Bürger nicht erkennen kann, wer entscheidet eigentlich wann, was, mit welcher Berechtigung in Brüssel und Straßburg. Probleme, die auf nationaler Ebene nicht lösbar sind, wie Umweltschutz, Wirtschaft und Sicherheitspolitik, sollen in Zukunft gemeinsam geregelt werden. Wir müssen uns doch mal klar machen als Europäer, dass wir zum ersten Mal seit 1000 Jahren die Chance haben, den ganzen Kontinent, und zwar freiwillig, zu einigen. Das ist eine Chance, die nie wiederkommt. Das vereinte Europa wird kommen. Doch von dieser Chance müssen viele Bürger noch überzeugt werden. Simbabwe, auch wenn sich seit der Abschaffung der Apartheid einiges für die Bevölkerung gebessert hat, kämpfen heute viele ums Überleben. Grund ist die sich immer mehr ausbreitende Immunschwächekrankheit AIDS. Mit drastischen Aufklärungskampagnen versucht die Regierung nun endlich gegen die Tabuisierung dieses Themas anzugehen. Die UNV, eine Freiwilligenorganisation der UNO, will helfen. Über 600.000 Menschen sind bereits an AIDS gestorben und haben eine riesige Zahl junger Waisen hinterlassen. Der Wimbledon-Sieger Michael Stich, Ehrenfreiwilliger der UN Volunteers, will mit einem Tennis-Workshop für Straßenkinder auf das Thema AIDS aufmerksam machen. Tennis oder Sport allgemein ist die beste Möglichkeit, Kinder von der Straße zu bekommen. Deswegen ist dieses Projekt auch so lobenswert und auch toll und auch förderungswürdig. Und deswegen fühle ich mich natürlich auch als deutscher Repräsentant hier, der den Kindern das nahe bringt und gerade auch im Hinblick auf HIV und AIDS. Wenn die Kinder von der Straße sind, das ist eine ganz, ganz tolle Sache, was für uns normal ist, was hier sicherlich eher selten ist. Wie in den meisten Gebieten Afrikas gibt es auch im Norden von Kenia keine allgemeine Stromversorgung. In diesem Dorf wohnt Richard mit seiner Familie. Er freut sich über seine neue Lampe, die Licht aus Sonnenenergie erzeugt. 8 Stunden Sonne auf das Solarpanel laden den Akku auf. Das reicht für 10 Stunden Licht, 3-mal so hell wie bei der sonst üblichen Petroleumlampe. Eine deutsche Firma stellt die Einzelteile her. Zusammengebaut wird die Solarlampe in Kenia. Richards Kinder können ihre Schularbeiten jetzt auch noch nach Sonnenuntergang machen. Die Solarlampe ist eine ökologische Investition in die Zukunft.